Also, komm zu mir, setz dich und hi, greif zu. Ich mag deine Frosche. Ja. Man kann ja über hässliche Weihnachtsfroschen so sagen, was man will, aber hässliche Weihnachtsfroschen, die so kitschig sind, finde ich ja geil. Ich habe sie gesehen und habe gedacht, ich muss sie haben. Ja. Ich hätte sie auch haben wollen, allerdings irgendwie dreimal so groß. Ja. Aber ja, toll. Ich nehme das hier. Nimmst das? Ja. Schnell entschieden und ohne zu gucken. Gleich, Liebes, gleich ist das Essen fertig. 18 erotische Rezepte. Oh. Okay. Guck mal, das ist die Antwort darauf, dass dein Mann dir die schöne Brosche geschenkt, gekauft hat. Dann bekoch ihn mal ordentlich. Und wir möchten jedes Detail hören, wie es denn ausgegangen ist. Was gibt das denn da so? Scharfe. Fleischlust. Use somebody süße Früchte. No milk today. Ist auf jeden Fall alles Geschichte. Wir lassen uns nächstes Jahr hören wir. Du musst das schon ein bisschen ernster nehmen. Also Sex und Erotik sind eine ernsthafte Angelegenheit, der wird nicht gelacht. Ich lache nicht darüber. Ich stelle mir gerade vor, wie ich zu meinem Mann gehe, in den Teller mit den Früchten nehme und sage, Darling, you somebody, deine süßen Früchte sind fertig. Ja gut, jetzt verstehe ich's. Er würde sterben wollen. Ja, Dietrich Rauch, früher wäre ich nackt durch den Regen gelaufen. Ja. Sommersonnenschein, Johannes mit Felix, seinem jungen Lebenpartner, den er abgöttisch liebt. Herbst, später hast du Beziehungsprobleme. Das Älter wegen der Großstädte, die lässt Spuren. Erfahrungen, Enttäuschungen, die man verliert, die Liebe, ein anderer findet sie unerwartet. Felix Lektor in einem renommierten Verlag verirrt sich immer tiefer in die Geschichte seines ersten eigenständigen lektorierten Manuskripts. Das klingt sehr komplex. Halt uns auf dem Erzähl, ob es wirklich so komplex auch zu lesen ist oder ob es nicht so leicht nicht so Roman sein sollte. Ich werde es dir erzählen, ob ich verstehe, ja. Oh, wie süß ist der denn bitte? Der ist selbst gemacht. Oh. Wie auch immer das war, ich liebe. Ich finde es ja auch total süß, aber wer hat denn diese ganzen süßen Ors irgendwie in die Tüten gepackt? Wir werden ja irgendwie bis morgen nicht fertig, wenn wir die ganzen süßen Ors haben. Sansebar-Täten ärgern funktioniert jedes Mal. Muss ich den dafür aufpusten oder darf ich den Kontakt da werfen? Nee, schon aufpusten und dann irgendwie so ganz... Guck dir vorher noch... Aus dem Ors, wir könnten dann so langsam mal etwas... Beschleunigen. Vielen Dank. Ich bin schon beschleunigt. Ich kann nichts dafür, wenn da so viele Ohren verstecken. Ein Glitzerstift mit grün und ja. Was ist das? Ach, das sind diese 3D-Dinger aus den 80ern. Ja, aus den 90ern. Da, wo man richtig viel Geld für bezahlt hat. Das magische Auge. Und nochmal, ganz, ganz viel das magische Auge. Du kannst dich richtig magisch gucken. Und eine Schwesterkarte. Yay! Juhu! Hey, zeig mal her. Ja. Ja. Ah. Ganz viel Ohr und ein bisschen was zu lesen und eine Schwesterkarte. Und du freust dich. Sehr schön. Wir freuen uns auch. So, jetzt die nächste Mal.